So, wir sind wieder zurück zu Let's Play Golden Sun. Wir sind gerade mit dem Schiff losgefahren. Und, oh mein Gott, Backbord voraus. Seltsame Tintenfische. Monster in Sicht. Monster? Ei, Captain, Seemonster. Captain, Ruderhahn, Steuerbord. Alles klar, ich weiche aus. Ich habe keine Ahnung, wie der Captain da irgendwie das ganze Ding... Achso, stimmt, ja. Im Kilo, ne? Es ist zu spät. Arrgh. Monster unter Deck. Also, kümmere dich um diese Bestien und rette meine Kameraden. Also, los geht's. Sterbt, Monster. Ich speichere mal. Sterbt, ihr Monster. Bam. Kriegsjahr 1 erscheint, Kriegsjahr 2 erscheint, Kriegsjahr 3 erscheint. Bam. Und wir kloppen sie klein mit unseren mächtigen Synodien. Ich kann gleich mal Eisworm benutzen. Plasma. Bam, bam, bam. Epizentrum. Bam, bam, bam. Und Feuerball. Bam. Das war ja nicht schwer. Und ich sehe gerade, dass Mia ein Level aufgestiegen ist. Hey, bist du okay? Sieht aus, als hättet ihr die Seemonster entsorgt. Wir vermissen einen Ruderer. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht so aus, als hätte das Seemonster in unserer Ruderer gestanden. Es hilft nichts. Also geh und bitte einen der Passagiere zum Ruder. Okay? Ja. Etwas schneller bitte. Ja, wir gehen schon. So, und wir nehmen jetzt einen ganz bestimmten, nämlich, nämlich dich hier, Bruder. Okay, du denkst doch nicht daran, etwa daran, mich ans Ruder zu bitten. Dorn. Ja, ich kann nicht glauben, dass der Kerl wirklich mich wählt. Einer so noblen Person wie mir, solch niedrige Gabe zuzuweisen, geht eindeutig zu weit. Ja, und dann hatten wir unseren Ruder. Isaac, du bist wieder da. Du hast doch einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst dafür uns rudern müssen. Also nimm deinen Platz ein. Du musst nun wieder diesen Bereich schützen, Isaac. Und da geht er wieder. Vorbereitungen fertig. Kurs ist klar. Alles klar, wir können weiterfahren. Legt euch in die Riemen. Bam. Und los geht's. Das Schiff fährt weiter. Und wir haben schon wieder einige Möwen. Lustig. Monster! Hä? Oh mein Gott, Monster! Fledermäuse! Ah! Und eine komische Eisenbiste. Arg! Monster unter Deck! Isaac, kümmere dich um diese Bestien und rette meine Kameraden. So, das ist ja genau das, wofür wir gebraucht werden. Speichern mal schnell und los geht's. Echsenkrieger erscheint. Flederwut 1 erscheint. Flederwut 2 erscheint. Bam, los geht's. Mehr Psychologie auf irgendwelche komischen Monster. Plasma. Epizentrum. Bam, bam, bam. Feuerball. Und Tundra. Und schon ist das Viech tot. Ja. Hey, bist du okay?
Sieht aus, als etwas früher, als hätte denn dieses Seemonster entsorgt. Und wir vermissen einen Ruder. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht aus, als hätte das Seemonster einen unserer Ruderbar geschnappt. Es hilft nichts. Also gehen bitte einen der Passagiere zum Ruder, okay? Klar. Etwas schneller bitte. So. Hallo. Ruder bitte für uns. Was? Oh nein. Wisst ihr, dass ich rudere? Klar. Wie? Du bist dass ich rudere? Na gut, na gut. Ich mache es schon. Ich werde das so schnell nicht vergessen, du. Ach, die Kleine. Was habe ich gerade gesagt? Die Kleine, der ist doch gar nicht klein. Ich denke teilweise überhaupt nicht nach, wenn ich was sage. Also, teilweise rede ich vollkommen den Stuss zusammen, den ganzen Tag mal teilweise. Und niemand versteht, was ich sage, weil ich überhaupt nicht nachdenke oder so. Ja. Nun, du wirst von uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Du musst nun wieder diesen Bereich schützen, Isaac. Klar. Wir fahren wieder weiter und ich muss leider schon wieder den Park beenden. Weil, ja, Zeit und so. Also bis dann. So, willkommen zurück zu Let's Go. Zusammen, wir sind auf dem Boot nach Tolkien. Und wir sind bereit weiter zu reisen. Und, ja, wir können wieder weiterfahren. Und die Ruderer rudern. So. Mehr Monster. Ah! Ah! Das Monster geht in den Raum. Arg! Monster oder Deck? Also, kümmere dich um diese Bestien und rette meine Kameraden. Ja, 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 machen wir schon. Wir machen das schon. Los geht's. Virago erscheint und die beiden zwei Kriegsherren. So, den killen wir mal gleich. Und damit ein bisschen Synergie. Das reicht ja meistens aus. Epizentrum und Feuerball. Bam. Diesmal sogar noch schneller als vorhin. Hey, bist du okay? Sieht aus, als hättet ihr dieses Seemonster entsorgt. Wir vermissen einen Ruderer. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht aus, als hätte das Seemonster einen unserer Ruderer geschnappt. Es hilft nichts. Also geh und bitte einen der Passagiere zum Ruder, okay? Klar. Ja, los geht's. So. So, ich nehme jetzt mal dich. Du machst so Witze. Ich soll rudern? Ja. Und was hast du denn gegen mich? Ja. Der Koch wird rudern. Also, du bist wieder da. Und du hast auch einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Ja. Los geht's. Vorbereitungen fertig. Kurs klar. Alles klar, wir können weiterfahren. Legt euch in die Riemen. Bam. Geht weiter. Und? Rums.
Ich frage mich, was los ist. Das Schiff sollte nicht so stark schaukeln. Isaac! Isaac, aufs Deck! Isaac, da ist ein riesiges Monster an Deck! Wenn wir dies unternehmen, werden wir sinken. Du musst uns helfen. Wenn dieses Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsonst. Lass uns ein paar von diesen Seemonstern schnappen. Los geht's. Also wir speichern hier mal schnell wieder mal vor jedem Kampf und los geht's auch aufs Deck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Kraken. Kraken erscheint. Ja, das ist der Boss dieses Teils. Wir nutzen mal unsere ganzen Origins, Widerstand und du castest Nebel. Granit! Bam, 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 bam! Brise! Bam, 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 bam! Und Corona! Bam, 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 bam! Nebel! Und der Kraken schläft ein. Das ist perfekt. Und können wir gleich mehr Gins ansetzen. Ich mache jetzt, weil ich jetzt extra die neuen Gins aus der Quelle der Einzelnummer. Smog. Und Knospe. Und Lohe. Bam. Geysir. Und der Kraken wacht auf. Senklich unsere Schnelligkeit, das passt. Und Fieber. Wir treffen mit Böe und heilt mal. Böe. Ranke. Fieber. Wassersegen. Wow, 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 wow. Nicht ganz so stürmisch, ey. Wirbelschlag. Wow, wow. Ja. Ich greife mit Tiesel an und esse. Krass zu 4 und du machst Sprudel auf Gerrit. Das ist komplett total wichtig. Zu 4. Schnelligkeit steigt. Und Kiesel. Esse. Und Angriff steigt. Und die Warncast, Mia castet Sprudel. Mit unser Giftschlag, Alter. Und noch mehr Wassersegen. Verdammt. Wir müssen irgendwie übrigens zu Elixier. Heiltrank, Schlafbombe. Reset Blade. Du heilst mal Garrett. Du benutzt Hitzewelle. Du benutzt Schlaf. Während du die Stellung auf dich selbst benutzt. So eine Krake schläft doch gleich ein. Was ziemlich lustig ist. Da dieser verdammte Krakenmonster dann nicht killen kann. So. Und Quarz ist immer gleich da und ich kenne immer die ganzen, nein nicht Tor, Gericht, die ganzen Stufe 4 Beschwörungen verwenden. Tor und du nimmst Boreas. Tor. Rums. Ritzel, 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 Ritzel. 539 Schaden. Gericht. Was ich extrem cool finde. Wumms. Kabums. Wumm. Moin. Verdammt viel Schaden und Meteor. Jetzt macht es noch viel mehr Schaden, weil es ja auch genau das Element ist, das mehr Schaden macht. Bam. Kabum. Und der Krake wurde besiegt. Und ein Level Up. Garrett.